gleich bei TV Berlin aktuell. Parlament beschließt Mietendeckel, was der Mietendeckel nun für die Mieter bedeutet und Obdachlosenzählung in Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell. Wir sind heute im Abgeordnetenhaus, denn hier findet die letzte Debatte um den Mietendeckel statt und dann auch die finale Abstimmung. Und wie das so lief, das berichtet nun Agnes Fischer. Jetzt ist es amtlich. Berlin führt als erstes Bundesland einen Mietendeckel ein. Das Abgeordnetenhaus beschloss das Gesetz mit seiner rot-rot-grünen Mehrheit gegen die Stimmen der Opposition, die den Mietendeckel geschlossen ablehnte. Mit der Zustimmung des Parlaments hat das Gesetz die vorerst letzte Hürde genommen. Es tritt in Kraft, sobald es veröffentlicht wird. Danach werden in Berlin alle Mieten auf ihrem aktuellen Stand eingefroren. Für Neuvermietungen gelten künftig festgelegte Obergrenzen. Bestandsmieten dürfen abgesenkt werden, wenn sie die in der Mietentabelle festgelegte Obergrenze um mehr als 20% überschreiten. Das gilt aber erst 9 Monate nach Verkündung des Gesetzes. Ausgenommen von den Mietendeckelregelungen sind alle Neubauwohnungen, die ab dem 1. Januar 2014 bezugsfertig wurden. Monatelang wurde über das neue Berliner Instrument zur Mietenregulierung gestritten. Und auch heute nahm die Debatte noch einmal ordentlich an Fahrt auf. Wissen Sie eigentlich, was passiert, wenn eine hohe Wohnungsnachfrage auf ein künstlich niedriges Wohnungsangebot trifft? Wem eigentlich, glauben Sie, werden die wenigen Wohnungen vermietet, wenn 50 oder mehr Wohnungsinteressenten auf eine Wohnung kommen? Glauben Sie, dass diese Wohnungen an die einkommensschwachen Wohnungsbewerber gehen? Wenn Sie das glauben, liefern Sie einen weiteren Beweis Ihres Realitätsverlustes. Der Mietendeckel ist eine direkte Reaktion auf das Nichthandeln der CDU/CSU im Bund. Und ich bin stolz darauf, dass wir den Weg zu diesem Gesetz freigemacht haben. Der Artikel 72 Absatz 1 beschreibt glasklar, was hier gerade falsch läuft. Das Land hat keine Regelungskompetenz, wenn der Bund seine Regelungskompetenz wahrgenommen hat. Sie bezeichnen das als Neuland, was Sie betreten. Neuland ist alles, was außerhalb des Rechtsstaates ist, meine Damen und Herren. Und das ist ja hier ein gewohnter Zustand in Berlin. Wenn ich mir angucke, dass der Senator Geisel Polizisten mit Steinen bewerfen lässt und nichts Nennenswertes dagegen unternimmt, dass die Polizisten sich sogar eine Erlaubnis holen müssen, um das Haus zu betreten, dann weiß ich, in welchem Rechtsstaat ich mich befinde. Was bringt es Berlin, wenn hier viel Profit erwirtschaftet wird, die ganze Zeche aber die Berlinerinnen und Berliner zahlen und 80% davon auf internationale Konten wandert? Was bringt es bitte der Berliner Wirtschaft, wenn das Geld hier abgezogen wird, anstatt in unseren regionalen Wirtschaftskreislauf zurückzufließen? Nein, nicht die Cayman-Inseln brauchen unser Geld. Wir brauchen die Kaufkraft hier in Berlin, meine Damen und Herren. Sie haben doch vor wenigen Wochen hier noch im Ausschuss in diesem Parlament deutlich gesagt, wir wissen nicht, ob dieser Mietendeckel Bestand haben wird. Wir wissen nicht, ob dieser Mietendeckel Bestand haben wird. Sie haben die letzten 9 Monate wissentlich mit den Sorgen und Ängsten der Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt gespielt. Und das gehört sich nicht, Frau Schmidberger, das gehört sich nicht. Und wer die letzten 9 Monate dafür verwendet und 150 Fußballfelder, große Flächen in dieser Stadt nicht bebaut, weil er 15.000 Wohnungen in Berlin in den letzten 3 Jahren nicht bauen wollte, der gibt die falschen Antworten. Es ist richtig, dass Sie den Saal verlassen, Frau Schmidberger. Sie sollten besser zuhören. Kommen Sie wieder rein. Ja, Sie sollten zuhören, weil es geht um Fakten an dieser Stelle. Meine Güte. Und es ist noch lange nicht Schluss mit dem Streit um die Fakten, denn sowohl die CDU als auch die FDP-Fraktion kündigten an, gegen den Mietendeckel zu klagen, in der Hoffnung, dass die Gerichte dann das umstrittene Gesetz begraben.
Der Bundestag hat am Donnerstag die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland aufgehoben. Das Plenum stimmte einem Antrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse zu. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung gegen Gauland. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde der Nachrichtenagentur AFP. Aus Parteikreisen hieß es, Gaulands Wohnung in Potsdam sei durchsucht worden. Fraktionssprecher erklärte, man erachte das Ermittlungsverfahren und die Ermittlungsmaßnahmen als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Die Berliner Polizei fahndet nach drei Unbekannten, die einen 19-Jährigen versucht haben zu berauben. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täter und hofft nun auf Mithilfe bei ihrer Identifizierung. Laut Polizei war der 19-Jährige am 22. November 2019 gegen 16.30 Uhr in dem Bus der Linie M29 unterwegs. An der Haltestelle Agathe-Lasch-Platz in Wilmersdorf wollte er vom Oberdeck zur Tür des Busses gehen. Auf dem Weg dorthin soll ihm einer der Gesuchten ein Bein gestellt haben. Der 19-Jährige konnte einen Sturz noch abfangen. Direkt nach dem Aussteigen soll ihn einer der Tatverdächtigen von hinten umklammert haben, während ein zweiter versucht haben soll, ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Der 19-Jährige konnte sich aus der Umklammerung befreien und flüchten. Er wurde dann von den drei mutmaßlichen Räubern verfolgt, eingeholt und zu Boden gebracht. Daraufhin schritt ein unbekannter Passant ein und die Angreifer flüchteten ohne Beute. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. S-Bahn-Kunden im Norden Berlins müssen noch länger auf eine Direktverbindung zum Hauptbahnhof warten. Die neue S21 vom nördlichen S-Bahn-Ring zu dem Verkehrsknoten wird erst im Sommer 2021 in Betrieb gehen, teilte die S-Bahn am Donnerstag mit. Zuletzt war der Start für Ende 2020 vorgesehen. An der 4 Kilometer langen Strecke soll es einen weiteren Bahnhof geben. Die Station Perleberger Brücke am Neubaugebiet Europa City teilte die Bahn außerdem mit. Die S21 soll eines Tages durch den Hauptbahnhof über den Potsdamer Platz bis zur Yorkstraße in Kreuzberg verlängert werden. Arbeitssuchende in Berlin bekommen zunehmend die konjunkturelle Unsicherheit zu spüren. Die Arbeitslosigkeit stieg im Januar stärker als in den vergangenen Jahren üblich. 159.882 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet. Das waren 9.732 mehr als im Dezember, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Erstmals seit 2010 liege in Berlin die Januar-Arbeitslosenzahl über dem Vorjahr, sagte der Berlin-Brandenburger Agentur. Chef Bernd Becking. Im Januar 2019 hatte es noch gut 4.000 Arbeitslose weniger gegeben. Fußball-Bundesligist Hertha BSC sieht mit Zuversicht der Partie gegen den FC Schalke am Freitag entgegen. Co-Trainer Alexander Nuri betonte bei der Pressekonferenz am Donnerstag, dass die Voraussetzungen stimmen. Die Niederlage gegen Schalke im Hinspiel spiele keine Rolle. Ich muss sagen, die Entwicklung ist sehr, sehr positiv, ob das der Spirit, die Energie auch innerhalb der Kabine ist, auf dem Platz, auf dem Training. Es fühlt sich richtig gut an, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich denke, in 7 Spielen 11 Punkte untermauert das auch nochmal. Klar gibt es auch in vielen Bereichen noch Luft nach oben, aber da arbeiten wir tagtäglich dran. Die Jungs ziehen voll mit und das ist immer so die Grundvoraussetzung und es macht Riesenspaß und Riesenfreude. Und dass wir uns jetzt nicht mit Spielen, die vor unserer Zeit irgendwie so intensiv auseinandersetzen, weil es einfach auch eine andere Situation ist für jeden einzelnen Spieler. Neben mir steht jetzt Rainer Wild, er ist Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein. Ist das denn heute nicht eigentlich wie Silvester und Weihnachten zusammen für Sie? Ja, in der Tat. Es ist eine große historische Chance. Wenn das Abgeordnetenhaus jetzt hier zustimmt, dann ist das tatsächlich für die Mieter der Stadt ein positives Signal. Wir erwarten eine Entlastung bei den Mieten, keine Frage. Wir gehen davon aus, dass tatsächlich der Mietenstopp von allen Mietern gutiert wird. Also alle werden sich freuen. Allerdings muss man auch klar sagen, allein mit dem Mieten Deckel ist natürlich die Aufgabe der Wohnungspolitik nicht zu Ende, keine Frage. Es braucht mehr Wohnungsneubau, das ist auch klar. Und es braucht vor allen Dingen mehr preisgünstigen Wohnungsneubau. Was kann ich denn jetzt als Mieter machen?
Ja, zunächst mal geht es sicher um die Mieter, die in den letzten Monaten noch vor Inkrafttreten des Gesetzes eine Mieterhöhung erhalten haben. Diese Mieter können aktiv werden. Mit Inkrafttreten des Gesetzes sind die Mietsteigerungen hinfällig. Da werden wir Hilfestellungen leisten. Das ist ein erster Schritt. Dann gilt es natürlich, zukünftige Mietsteigerungen, die kommen, abzuwehren. Und dann gilt es auch, Modernisierungen zu begrenzen. Da werden wir die Mieter beraten. Und wer einen neuen Vertrag abschließt, der muss nicht mehr irgendeine Fantasiemiete zahlen, wie das jetzt häufig verlangt wird, sondern klare Obergrenzen werden die Miethöhen auch bei Wiedervermietung bestimmen und das wird den Mietern nutzen. Jetzt hat die Opposition ja angemerkt, dass gerade Einkommensschwache Probleme haben werden bei der Wohnungssuche. Stimmen Sie dem zu? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass tatsächlich bei der Wohnungssuche, wenn 50, 60 Personen sich auf eine freie Wohnung bewerben, nicht sichergestellt ist, dass auch der mit dem niedrigsten Einkommen rankommt. Das ist keine Änderung zu heute oder zu gestern. Daran ändert der Mietendeckel in der Tat nichts, aber er schafft Chancen. Denn wenn bislang viele Wohnungen für viele Mieter gar nicht mehr anmietbar waren, weil sie zu teuer sind, so sorgt der Mietendeckel jetzt wenigstens dafür, dass die Mietpreise vieler neuer Angebote niedriger sein werden. Und wir hoffen auch, dass in bestimmten Quartieren es möglich sein wird, dass dann auch wieder Haushalte mit niedrigem Einkommen eher zu einer Wohnung kommen. Aber das löst das Problem der fehlenden Wohnungen natürlich noch nicht. Was kann ich denn jetzt machen als Mieter, wenn ich merke, ich habe eine sehr teure Miete? An wen wende ich mich? Direkt an den Vermieter oder denn über Sie bekomme ich da auch Hilfe? Ja, bei einer sehr hohen Miete, die ich senken möchte, da gibt es eine gesetzliche Regelung für. Da muss man ebenfalls in der Tabelle nach den Oberwerten schauen. Wir unterstützen die Mieter dabei, das zu machen. Der Mieter kann das selbst mit dem Vermieter aushandeln, mit Unterstützung zum Beispiel des Mietervereins. Was nicht mehr vorgesehen ist, dass hier ein öffentlich-rechtlicher Bescheid von der Senatsverwaltung vorher eingeholt werden muss. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Wir bedauern das aber auch, weil es gleichzeitig eine Rückenstärkung für den Konflikt mit dem Vermieter gewesen wäre. Wir müssen es jetzt sozusagen gemeinsam mit den Mietern versuchen und hoffen, dass die Gerichte uns da auch Recht geben. Apropos Gerichte, die Opposition will auch vor Gericht ziehen. Da könnte es ja eventuell noch mal scheitern. Was habe ich denn jetzt als Mieter zu beachten? Es wird ja auch immer gesagt, man soll das Geld erstmal zur Seite packen, nicht gleich wieder ausgeben. Auf was muss ich da achten? Ja, also zunächst mal ist es sehr bedauerlich, dass die Oppositionsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus das Verfassungsgericht anrufen wollen, weil aus unserer Sicht damit den Mietern kein Gefallen getan wird. Im Gegenteil, sollten sie damit Erfolg haben, würden die Mieter mit weiteren Mietsteigerungen rechnen. Als Mieter muss ich natürlich darauf achten, dass ich, wenn jetzt Verbote umgangen werden, dann tatsächlich mich auch zur Wehr setze. Das ist wichtig, weil jeder Monat zählt und da ist ein gesetzliches Verbot ist, die Miete zu überschreiten, die am 18.06. bezahlt wurde, ist auch möglich für Mieter, tatsächlich die Miete zu dem entsprechenden Maß zu reduzieren. Allerdings muss man wissen, der Senkungsanspruch gilt erst 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes. Super, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir schalten jetzt zu meiner Kollegin, die war nämlich gestern Abend mit bei der Obdachlosenzählung dabei und wie es ihr da so ergangen ist, das sehen wir jetzt. Berlin, die Großstadt. Modern, pulsierend, vielfältig. Wie jede andere Metropole hat auch unsere Stadt mit sozialen Problemen zu kämpfen. Dazu zählen vor allem die zahlreichen Obdachlosen auf den Straßen. Damit diesen Menschen in Zukunft besser geholfen werden kann, fand nun die sogenannte Nacht der Solidarität statt. Was es mit dieser Aktion auf sich hat, erklärt der Projektleiter Klaus-Peter Licht. Das ist die erste Straßenzählung obdachloser Menschen in Deutschland und auch in Berlin. Erstmalig, dass hier über alle Straßen laufen, alle Stadtbezirke, das gesamte Stadtgebiet und obdachlose Menschen zählen, die auf der Straße übernachten. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Die Idee kommt aus New York und ist dann später nach Paris gewandert, ein bisschen adaptiert worden, verändert worden. Und in Paris zählen morgen Nacht zum 3. Mal bereits. Und das ist so das Vorbild für Berlin. Da haben wir uns sehr daran orientiert. Aber mussten es dann anpassen an Berliner Gegebenheiten. Zum Beispiel ist Berlin ungefähr 8-mal so groß wie Paris. Das ist sozusagen die Vorlage, die Idee. Und der fachliche Impuls kam von der Wohlfahrtsverbänden und von Trägern der sozialen Wohnhilfen und so weiter. Die gefordert haben, wir brauchen Zahlen, wir brauchen verlässliche Zahlen, um Angebote planen zu können. Wir müssen mehr haben als die Schätzung, die wir bisher hatten. Dadurch, dass Berlin so viel größer ist als das Beispiel Paris, welche Herausforderungen kommen damit?
Das ist vor allem eine logistische Herausforderung, weil wir die große Fläche haben. Das ist ja in der Nacht sozusagen, man hat immer beides und man muss in 3 Stunden und ist man unterwegs, man muss die Fläche ablaufen, die Teams, und nicht joggen, sondern zu Fuß laufen. Und dann wissen wir nicht, wie viele obdachlose Menschen begegnen wir dort, weil wir ja Interviews führen. Und jedes Interview kostet Zeit, ich schaffe also weniger an Strecke. Und die zweite Herausforderung, wir haben 3.700 Freiwillige, die sozusagen zu verteilen über die Stadt. Wir haben also 61 C-Büros gebildet, sind vor allen Dingen Stadtteilzentren, sozusagen, das sind die Treffpunkte. Dort treffen sich die Freiwilligen, bilden Teams und von dort starten die dann los in der Nacht und kommen auch dorthin wieder zurück. Sie haben gerade schon erzählt, dass die Obdachlosen interviewt werden. Wie können wir uns das vorstellen? Werden diese Menschen registriert? Nein, registriert werden sie nicht. Zum einen wird jeder gezählt. Wir wollen jeden obdachlosen Menschen zählen, den wir antreffen. Und wir fragen sie, ob sie bereit sind, das ist natürlich freiwillig, zu einer anonymen Befragung, zu 5 Fragen. Es ist aber auch möglich, dass man nur einzelne Fragen beantwortet. Die Idee für die Obdachlosenzählung kam von der Senatorin für Soziales, Elke Breitenbach. Sie möchte diese Menschen unterstützen und ihnen von der Straße helfen. Deshalb setzt die Politikerin große Hoffnungen in die Nacht der Solidarität. Ich hoffe, dass wir danach neue Erkenntnisse haben, nämlich welche Menschen, die auf der Straße leben, leben eigentlich in welchen Bezirken, wie viele Männer, wie viele Frauen, wo kommen die Menschen her. Das ist eine Frage von Sprachen und dass das eine Grundlage ist, auf der wir mehr Erkenntnisse haben, wie wir unsere Wohnungslosenhilfe in Berlin nochmal umbauen können, so dass die Hilfe bei denjenigen ankommt, die sie benötigen. Wie genau wird dann die Hilfe umgebaut werden? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Ja, also ein Beispiel, ich kann es jetzt nur aus Paris nennen, weil wir haben ja in Deutschland noch keine Obdachlosenzählung gehabt. In Paris haben die nach der ersten Zählung festgestellt, dass viel mehr Frauen auf der Straße leben müssen, als sie jemals gedacht hätten und haben den sofort gegengesteuert und haben dann neue Unterkünfte gebaut. Ich kann nur sagen, wir haben in Berlin tatsächlich ein sehr breit gefächertes System der Wohnungslosenhilfe. Bei allem, was ich gesagt habe, die Hilfe kommt aber nicht an. Jeder Mensch, der untergebracht werden will, das gilt übrigens überall für Deutschland, muss zwingend untergebracht werden. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun, da ist der Staat für zuständig. Es gibt aber offensichtlich Menschen, die diesen Weg nicht gehen. Warum? Diese Frage stelle ich mir. Ich weiß, dass es viele Suchtprobleme gibt, dass es auch viele psychische Probleme gibt. Da sind wir auch mit vielen im Gespräch. Aber natürlich genau darum geht es, hier mehr Erkenntnisse zu haben, um den Menschen besser helfen zu können. Wir haben in Berlin 8,5 Millionen Euro für niedrigschwellige Hilfe für obdachlose Menschen und wohnungslose Menschen. Die Nacht der Solidarität wäre ohne tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung nicht möglich gewesen. Über 3.700 Menschen, eingeteilt in 617 Teams, haben sich bereit erklärt, bei der Obdachlosenzählung mitzumachen. Ehrenamtlich und freiwillig. Sie möchten vor allem dabei helfen, Klarheit in die aktuelle Situation zu bringen. Es gibt ja viele angenommene Zahlen, wie viele Menschen auf der Straße leben. Das schwankt zwischen 3.000 bis 5.000 und 30.000 Menschen. Und das ist zumindest ein Versuch, der Realität ein Stück weit näher zu kommen, um dann auch entsprechend Angebote neu entwickeln zu können. Und diese Aktion, den Versuch zu unternehmen, überhaupt mehr Klarheit in die Anzahl der Menschen, die auf der Straße leben, zu bekommen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Versuch. Und deswegen unterstütze ich und meine Arbeitsgruppe diese Aktion. Nicht nur als Freiwilliger bei einer Obdachlosenzählung kann man helfen. Die Armutsforscherin Susanne Gerul weiß, dass jeder von uns etwas Gutes tun kann. Denn eins haben wir alle zur Verfügung. Respekt. Respekt ist das eine, was tatsächlich jeder Mensch einem wohnungslosen Menschen erweisen kann. Und ich habe im Rahmen von einer Forschung so eine Art Selbstversuch mal gemacht und Straßenzeitungen verkauft und bin so in diese Rolle reingeraten. Und am schlimmsten fand ich die Menschen, die versucht haben, mich zu ignorieren und so taten, als ob sie mich nicht gesehen haben. Das hat mich wirklich richtig persönlich tief getroffen. Und das ist das, was ganz viele Menschen mitkriegen, dass man den Blick zur Seite neigt, um so zu tun, als ob man das Elend nicht sieht.
Und gleichzeitig kann man natürlich in kalten Nächten wie heute Menschen ansprechen, wo man das Gefühl hat, die sind vielleicht in einer Notsituation, kann ihnen anbieten, den Kältebus anzurufen. Die Nummer ist ja überall in den Medien auch verbreitet worden, natürlich nicht gegen den Willen der Menschen. Im letzten Sommer hatten wir eine Hitzeperiode, auch das ist ja gefährlich für wohnungslose Menschen. Sprechen Sie Leute an, die auf der Bank sitzen in der prallen Sonne, fragen Sie, ob sie Wasser brauchen, ob sie etwas ihnen besorgen können. Und wenn die Leute sagen, geh weiter, dann geht man weiter. Aber es wird in vielen Fällen so sein, dass alleine schon die Ansprache eben dieser Respekterweis ist. Respekt und Unterstützung haben die obdachlosen Menschen in Berlin bitter nötig. Denn jede Hilfe beginnt immer erst mit Hinsehen. Und Aktionen wie die Nacht der Solidarität lenken die Aufmerksamkeit mit Sicherheit in die richtige Richtung. Hier im Abgeordnetenhaus geht es ja immer politisch zur Sache. Wenn Sie allerdings keine Lust gerade auf Politik haben, kommen jetzt unsere Veranstaltungstipps. Ein Wochenende, welches mit guter Musik beginnt, kann nur ein gutes Wochenende werden. Wie wäre es denn am Freitag mit einem Symphonieorchester in der Komischen Oper? Die gefeierte Dirigentin Alondra Della Para sowie Weltklasse-Cellist Jan Vogler laden zu einem musikalischen Kontinentalausflug zwischen alter und neuer Welt ein. Los geht es am Freitag um 20 Uhr und Karten gibt es ab 12 Euro. Jessica Parker taucht ein in die faszinierende Welt der Semiprominenz und reißt ihr Publikum mit Halbwahrheiten und versehentlich Ausgeplauderten mit in den Abgrund. Von sexy bis versaut, von kulturell bis transsexuell, von Promi bis peinlich – alles ist dabei. Der Vorhang des BKA-Theaters öffnet sich am Samstag um 23.30 Uhr und Karten gibt es ab 19,80 Euro. Am Donnerstag kann man ruhig schon mal mit dem Wochenende loslegen, zum Beispiel bei einer der legendären Donnerstagspartys im Golden Gate. Hier geht's dann auch meistens nonstop das ganze Wochenende durch. Los geht es heute Nacht um 0 Uhr und der Eintritt wird an der Kasse bekannt gegeben. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel bedeckt, die Temperaturen sinken auf 5 Grad. Am Freitag bleibt die Wolkendecke ebenfalls geschlossen und ab den Mittagsstunden wird es auch immer wieder leichte Schauer geben. Das Quecksilber steigt auf milde 10 Grad. Und der Ausblick, auch am Samstag sollte der Regenschirm ihr treuer Begleiter sein. Dazu weht ein starker Wind aus westlichen Richtungen. Windig in Böen, sogar stürmisch wird es auch am Sonntag. Dafür gibt es am Vormittag auch sonnige Abschnitte. Ansonsten ist der Himmel bedeckt und abends wird es auch wieder nass. Die neue Woche startet dann erneut wolkenverhangen. Dafür bleibt es überwiegend trocken. Es bleibt weiter mild. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. Ja, was für ein Tag heute. Der Mietendeckel wurde beschlossen. Wir müssen uns allerdings noch ein klein wenig gedulden, bis er in Kraft tritt. Mitte Februar soll er dann an die Öffentlichkeit gelangen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend und bis morgen.